Was geht ab, meine lieben Zockfreunde? Ich bin's wieder hier, euer Davizio, und wir spielen heute mal die World of Final Fantasy Demo Fate Studie. World of Final Fantasy. Da ist mal hier die Synchronsprecherin von Lightning, die ich absolut feiere. Ja, ich habe die Demo schon mal durchgespielt und ich dachte mir, ich spiele sie nochmal für euch durch. Weil vielleicht gefällt sie euch und ich habe mal gedacht, ich will's einfach mal machen. Deswegen direkt rein. Okay, Tutorial mit Bewegen. Okay. Ja, es gibt hier in dem Spiel zwei Formen. Und zwar Hune ist die normale Form von Lan und Rain. Und Merkel ist halt so diese kleine putzige Chibi-Version. Das ist halt wirklich witzig. Und ja, die Miragen, das sind sozusagen unsere kleinen Monster, die neben uns sind. So, aber erstmal gehen wir weiter. Ich ändere erstmal wieder auf normal. Erstmal natürlich eine Schatztruhe. Mit Gegengift und da haben wir auch schon mal Warrior. Hey, wie geht's dir? Don't worry about us. I'll take care of things here. Okay. Ah, danke für den Heiltrank. Also wie man sehen kann, ist wirklich ein Spiel, wo Hauptfokus auf Lan und Rain ist und naja, alle Hauptcharaktere von anderen Final Fantasy so Nebenakteure sind. Something I can help you with. Gott, ich weiß nicht warum, aber ich liebe die Synchronsprüche von Lightning einfach so sehr. Und hier wieder Random Battles. Nächste wie bei den anderen Final Fantasy Teilen. Also eigentlich hat jetzt nur gesagt, wir sollen einfach nur ein bisschen vorsichtig mit unserer AP umgehen, aber ist mir nicht egal so. Aber ich meine, das ist nur Chocobo-Küken, das kann ja noch nicht so schwer sein. Und das habe ich gemerkt, dass einfach so, ja, es ist so ein ATB-System, nur halt mehr Leiste, wo man auch sehen kann, wann wer dran ist. Kann man sagen, ist so eine ATB-Version von Final Fantasy X Kampfsystem. Ja, okay, also im Klartext, man kann halt wirklich jedes Monster fangen. Auch Bosse kann man hier fangen. Jetzt erinnert mich halt so ein bisschen auch an Final Fantasy 13 2 Version. Aber jetzt erstmal einfangen. Kriegen wir erstmal Chocobo-Küken mal. Und ja, ich benutze auch dieses, wenn dreimal blinkt, hat man es gefangen wie bei Pokémon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das Spiel Spaß. Ich meine, es ist mal total was anderes. Mal wieder. Aber ich finde, für das ist es geil. Und man kann ja auch seine Kampfstapel erstellen. Und zwar man hat zwar jedes Monster kann halt entweder gestartet werden, entweder zur Merkel oder zur Huneform. Das Chocobo-Küken kann man zum Beispiel, ich glaube es ging nur so, als, ja. Als Merkel können wir es nur benutzen, so. Und Land kriegt den Goblin. Ich weiß nicht warum, das sieht immer so witzig aus, ey. Ah, und Leute, es gibt eine Sache, die ich halt an dem Spiel, auch wenn es geil ist, halt bemängel. Vielleicht merkt ihr es. Die Kamera. Aber hey, reden wir erstmal mit Bartz und Boko.
Another day of just going wherever the wind wants to take us. Ja, die sagen eigentlich immer nur einen berühmten Spruch von denen halt. Und Boku natürlich quält hier vor sein Leben. So, jetzt kann ich aber auch mal in die Merkel, in die Uniform gehen. Dann können wir mal, könnt ihr mal gleich sehen, wie so Kämpfe sind. Oh, Thornberries. Okay, dass Thornberries jetzt schon da sind, ist ein kleines Mini-Problem, aber sollte mir nicht so zur Stimme stören. Ah, naja, Tomates sind hier nicht so stark, also man kann den ganz schnell hier jetzt mit Magie einfach erledigen. So, einen Fuchs vorher noch. Ich glaube, ich versuche mal hier den Tomberry einzufangen. Ich muss hier aber erstmal die Mandragora loswerden. Und was ich auch geil finde, ist, Thornberry haben so eine leichte Stimme halt. Das finde ich ein bisschen sehr interessant halt. Oh. Ah, stimmt, weil jemand Dragor drauf war, verwundbar gegen Feuer. Jetzt ist, glaube ich, nur Wind seine Schwäche, soweit ich weiß. Auch nicht? Na egal. Aber ohne Witz, die beiden sehen in dieser Hühneform so aus wie kleine süße Chibis. Das kann man nicht. Das erwähne ich irgendwie immer wieder. Da habe ich auch mal, wen habe ich das mal gesagt, ey? Boah, ich weiß nicht mehr. Aber ganz ehrlich, die sind total drin so. Ja, okay, dann sieht es richtig so. Nee. Irgendwie ans Cloud jetzt ein bisschen. Aber naja. Yeah, we got this. I guess we're doing this. So, mal sehen, ob ich einen Bombay jetzt für uns holen kann. So, wer ist gerade dran? Okay, dann muss ich angreifen. Okay, den muss ich erstmal ganz erledigen. Okay, Rain wird zuerst reinkommen. Ja, perfekt. Na, okay. Ah, Mist. Keine Eisfertigkeit, sonst hätte ich direkt einen Bomber für uns geholt. Na egal. No trouble at all. Oh, yeah. Und ich weiß nicht warum, aber ich mag es irgendwie echt nur so zu reisen. Das ist echt süß. Und einfach noch die Idee, wieder mal so ein Universum zu machen, wo halt mal zwei neue Charaktere da sind, mal alle, aber alle alten halt noch da sind. Ich finde das geil. Guck mal, zum Beispiel, da ist Mayuna. Hey Yuna, wie geht's? The weather is lovely today. Ja, es ist es. Und danke fürs Allheilmittel. So, und jetzt hier begegnen wir auch noch mal einem alten Freund. Hi Edgar. Sorry, I'm a little tied up right now. Ja, indem du einfach nur in der Gegend rumstehst. Ich meine, was tut der? Der sagt etwas zu tun, aber er steht nur in der Gegend rum. Okay, mal wieder ein paar Bomber. Die dürfte jetzt eigentlich aber ganz schnell erledigt haben. Weil mit Tag sind wir gewinnt. Ich muss sagen, bei Rain die Animation halt, vor allem mit der Kamera, wie sie ins Gesicht kommt, sieht halt ein bisschen zu dramatisch aus für das, was es eigentlich ist, aber ich find's geil. Well, that ought to do it.
So, und wäre das erledigt. So, dann gehen wir jetzt schön weiter. Das Geile ist, das ist eigentlich sehr groß sogar das Areal, was wir hier durchsehen können. Auch wenn es halt so linear ist wie halt Final Fantasy 13.1. Oder auch ein bisschen wie 13.2, obwohl das war ein bisschen besser. Ich frage mich aber auch echt nur, warum jetzt gerade echt nur die gleichen Gegner kommen. Sonst kommen eigentlich immer andere Gegner. Ich glaube, das wäre ein Insta-Tod gewesen, getroffen. Ja, ich habe ein bisschen Glück. So, das müsste den erledigen. Ja, nicht ganz. Ah, bitte sag mir, dass die jetzt nicht nur Küchenmesser einsetzen, weil es wäre ein bisschen doof. So, jetzt könnte ich theoretisch den Tom Barry einfangen. Theoretisch. Komm, zwei, drei und da. Nice. So. This should suffice. Aber was ich auch richtig geil finde, ist, dass ein Tom Barry einfach mal eine Stimme hat. Und die Stimme finde ich auch ganz okay. So, jetzt nehmen wir hier noch die Schatztruhe mit. Medikasamen. Aber ich weiß aber nicht immer halt, was alles so hier gebraucht wird. Ich frage mich jetzt auch, oh, das ist hier ein M-Monster. Ah. Mal sehen. Ja, okay, Tom Barry ist jetzt nicht so geil, aber kann ich den, glaube ich, kann ich den... Ah, ne. Okay, ich habe noch kein L-Monster. Na, okay. Aber es gibt doch halt wirklich ein... Das habe ich auch erst letztens gemerkt, wo ich das Spiel jetzt mal gespielt habe. Ein gewaltigen Unterschied halt, ob man halt Huhn oder Merkel ist. Weil nämlich als Huhn halt ist, also als kleine Form, da ist der Stab halt viel, viel stabiler. Und halt mit großen Angriffen kann der halt eben mal ganz schnell erledigt werden. So. Will ich erstmal die Nummer erledigen. Und ja. Ja, okay, was man auch noch anmerken kann, ist, die Kämpfe ziehen sich halt echt in die Länge. Okay, ist jetzt der Anfang und so, bestimmt kann man irgendwie später halt so machen, dass sich der, dass hier die ATB-Leiste schön schneller ansteigt, aber so wie es jetzt ist, merkt man doch gerade, die Kämpfe ziehen sich einfach die Länge. Mir macht nichts, zwar nichts aus, aber naja. Ist halt so ein bisschen, halt auch ein bisschen oldschool-like. Weil damals haben sich die Kämpfe ja auch nur dauerhaft in Längen gezogen, weil ich sag nur Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, die alten Teile einfach noch. Und das ist halt dann so ähnlich halt.
Was so ein bisschen das Problem ist, so. Ich wechsle mal wieder. Okay, ganz ehrlich, wie viele von euch werden die, wenn dieses schöne Mädchen hier kennen? Hey, R4. Are you two okay? Und sie heilt uns mal, das finde ich nett. Aber ganz ehrlich, wie viele von euch kennen wirklich Final Fantasy 3? Das würde mich mal ganz interessieren, weil ich spiele gerade zur Zeit Final Fantasy 3 bei mir. I guess we're doing this. Ah, Moritz. Und ich finde es halt ziemlich geil, das Spiel. Ich hab's mir mal halt im Steam Sale jetzt letztens gegönnt und ja. Ding ist, was auch noch geil ist, wir können uns einfach mal Teals beschwören. Den zeige ich auch ein bisschen später. Kein Wind gegen Moritz. Das wusste ich nicht. Ah, komm, ganz ehrlich, guck mal. Guck einfach mal, wie süß die beiden aussehen. Das ist einfach nicht normal. Na, jetzt guck ich mal, ob ich einen von den beiden einfangen kann. Ja, ich glaube, ich besieg sie einfach mal, anstatt sie einzufangen. So. Ja, bringt eh nichts mehr. Der ist schon low HP. Ich wollte jetzt nicht verteidigen. Ich mag halt dieses Kurzmenü nicht. Hier gibt es halt so wirklich ein ganz kleines Kurzmenü. Man muss halt immer mit L1 ins richtige Menü gehen. Das finde ich ein bisschen kacke. Well, that ought to do it. Predictable. Und naja. Ich hoffe nur, dass ich jetzt gleich bestimmte Monster fange, weil die werde ich brauchen. Oh, jetzt sehe ich glaube ich eine Zweitkarte. Ich glaube, das ist das letzte Areal, was wir hier sind. Aber wo wir hier sind. Aber erstmal wieder wechseln. Okay, here we go. Ja, perfekt. Den Arimanka brauche ich nämlich. Das werdet ihr auch dann gleich sehen, wenn ich beim Bosskampf bin. So, erstmal die Bärmäuse töten. Simpel und einfach. Oh, du Scheiße, Rain. Alter. Oh, Ray, mach mal so einen Schaden gegen Lande, ist klar, nee. Nee, bitte. Das ist ein bisschen zu viel. Na. Das ist eigentlich nicht das, was ich jetzt gerade machen will. Wie gesagt, ich hasse dieses Kurzmenü. Okay. Ich will einfach nur Aero machen. Und dann gleich nochmal. So, jetzt Elementarsynergie Wind. Jetzt will ich das Ding nämlich einfangen, aber ich weiß, Land wird gleich töten. Ja. Das war klar. Konfus, immer noch die schlechteste, behindertste Staatsveränderung, die es hier gibt. Hat sich nie geändert und wird es auch nie. So, erstmal alle voll heilen. So, öffnen wir mal hier die Kiste. Blitzarm kriegen wir hier raus. Ach, der Liebling der Final Fantasy Serie für sehr viele. Na, wie geht's in die Cloud?
Not interested. Das ist ja so klar, dass er den Spruch schon wieder raushaut. Cloud ist einfach an allem desinteressiert, was es auf der Welt gibt, Leute. Und den feiern so viele. Ja, okay, ich feiere ihn auch. War ja geil, ist aber. Naja. Dennoch. Good job. So, und wir sind jetzt auch gleich am Ende angelangt. Dann gibt es halt noch einen kleinen Savepunkt und dann noch einen Bosskampf. So, und dann sehen wir auch noch hier Squall, aber erstmal reden wir mit Vivi. Hey Vivi. Ah, ganz ehrlich, Vivi sieht richtig putzig aus, muss man auch sagen. Da, die haben einen richtig geilen Job gemacht mit dem Aussehen, halt vor allem auch, auch mit den kleinen Charakteren. So, jetzt will ich aber erstmal. War es Mirasteine? Nein, das war es nicht. Mirabord? Ja, Mirabord. Aber pro Level Up kann man halt FP-Punkte. Ausgeben halt, und die halt so ein, ja, Boardmann. Was so ähnlich wie Final Fantasy, nee, Kingdom Hearts Dream Drop Distance auch so ein bisschen ist. So. Ja. Mist. So, Charaktere. Nicht. Ein Goblin aber. Goblin-Schlag, maximal und die Abwehr erhöhen wir noch. Das hab ich gerade schon gemacht. So, das Chocobo-Küken. Und Vita unbedingt gleich. Jetzt, da ich die Sachen nicht habe, die ich haben wollte. Ja, okay, ansonsten kann ich nichts machen. Dann gehen wir auch noch zu Squall runter und dann sind wir auch fast durch mit der Demo. Ich finde, was ihr so von dem Spiel habt. Wenn es halt nur so ein Spin-off-Titel ist. Oder denkt, es wird einfach nur ein Flop werden. Weil ich persönlich finde, es hat Potenzial zu spielen. Okay. Nice knowing ya. You're done. Aber was ich halt vom Spiel richtig geil finde, ist einfach der Look vom Spiel. Und halt auch dieses Monster-System, okay. Ist halt sehr zeitintensiv, was auch die Länge spielt, auch richtig dann in die, ziehen kann. Ist ein netter Trick halt von Square Enix. Aber es wirkt. Und ich muss sagen, neben Final Fantasy 15 könnte das wirklich ein richtig gutes Spiel auch noch sein. Auch wenn das jetzt halt nächsten Monat schon rauskommt. Meine Herren, werden wir mal sehen. Das kommt ja, glaube ich, kommt ja ein paar Tagen bald raus. Und dann mal sehen, ob es bis zum Release von Final Fantasy XV halt, ob es halt mithalten kann. Ich hoffe es halt nur, weil das Spiel sieht einfach geil aus. Und ich finde, es verdient auch Credits. Und für so ein bisschen Nostalgie zu mir, das Spiel passt einfach. Okay, man könnte natürlich einige Sachen verändern, zum Beispiel spawnen. Oh, mit Streiter oder die Kamera mal. Eine freie Kamera wäre besser, denke ich mal. Viel, viel besser. Ja, okay, und die Random Battles sind ganz okay, aber ich habe bis jetzt noch keine Biomorphs gesehen. Das finde ich schade, sonst bin ich halt bombardiert von Biomorphs.
Das sind halt zu einfache Gegner. Aber naja, das macht gleich der Bosskampf weg. So, Squall, du bist der Letzte, der uns geben kann. Irgendwas zu sagen? I don't have time to shoot the breeze. Finde ich nett. Finde ich auf jeden Fall nett, so. Wie die meistens echt nie plauen. Nur einfach rumstehen, was eigentlich was zu tun haben. Egal. Guckt euch mal den Safe Point an. Sie sieht einfach mal hammergeil aus. So, aber jetzt Selfie erstmal, wir sehen uns gleich wieder. So, und damit geht es auch schon weiter. Was hier in den Truhen sind, das sind einfach nur Trailer zum Spiel. Die kann ich vielleicht später noch reinfügen, aber erstmal gehen wir in die Finsterkluft. Und wir kämpfen gegen Ifrita. Ja, eine weibliche Version von Ifrit. So. See how you like this. Here goes. Yeah. Oh, Resistenz, okay, das ist ein bisschen doof. Goblin-Schlag. Ich muss es halt so halt den ganzen Stapel von Ifrita halt auflösen. Damit ich ja doch viel, viel leichter habe im Kampf. Und deswegen muss ich jetzt erstmal weiter Goblin-Schlag ausnutzen. So, perfekt. Weil jetzt kennen wir uns nämlich. So, jetzt sind wir erstmal alle. Alle schön betäubt. Jetzt kann ich mir nämlich die alle kleinen vornehmen. Und das ist halt wichtig. Man muss halt wirklich so schnell wie es geht alle kleinen Viecher erledigen. Und hört einfach nur die Bossmusik an. Die finde ich richtig geil. So, und jetzt sind sie halt wieder zu 1 geworden. Jetzt wieder schön Goblin-Schlag und Angriffe spammen. Was mir allerdings so ein bisschen fehlt, ist so eine freie Kamera in den Kämpfen. Das wäre viel, viel geiler. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. So, und weg mit dem Stapel. That all you got? Come on. Na gut. Ich hätte doch eigentlich erwarten können, dass die alle nicht so viel gegen Feuer aushalten. Und jetzt, der Fiedler-Spezialangriff. Okay, macht da nicht so viel Schaden, aber hätte ich jetzt was mit Eis oder so, oder mit einem Windmonster, hätte es ein bisschen anders ausgesehen. Ding ist, ich will halt jetzt den Kampfstapel lieber hier umschmeißen und nicht halt Ifrita selbst jetzt umlegen. Weil Ding ist, ich kann Ifrita selbst sogar einfangen. Aber erstmal schaue ich mal. So, erstmal Goblin-Schlag.
Ja, oder ich erledige sie so. Und ja, damit wäre die Demo beendet. Ja. Mit einem richtig geilen Screen von sehr vielen Monstern, einige unserer Helden und Land Ray natürlich. Und Tama. Und jetzt kommt noch ein geiler Trailer. Mirage Keepers? Me and Rain? Those the marks on your arms are proof. You were born to work the miracles. The prophecy says that the giants from the hills will collect four keys and mount the very heavens, Koopa. Let me introduce the giants from the hills. Something here is not right. Something about you. Can you not see it? That mirage with you has been corrupted. I think you got the wrong idea there, pal. Bards! I have awaited this day 1,000 years. Did you just add a digit? What fiends. They must be desperate to take this realm away from me. Lucky for you, I would be delighted to take it off your hands. You better not even think about it. Don't you dare lead us down the wrong path. You have our mom, right? Give her back! Accept it? I will not! It's all my fault that these freaks have ruined Grimoire. I have to pay for it all! You have to stop. You mustn't fight. I know you want to, but you simply can't. Lon! Why did you have to? Why? So, auf diesem Trailer, der glaube ich schon mal gezeigt wurde, als World of Final Fantasy halt announced wurde, angekündigt wurde, ja, es ist vorbei. Und ja, ich muss sagen, ich finde das Spiel geil. Ich würde es mir sogar holen. Also, diese Demo hat mich schon von etwas überzeugt. Es hat sichtbare, kleinere Macker. Ich sag nur die Kamera. Die Kamera ist ekelhaft. Aber ansonsten, das Gameplay ist halt wirklich so nostalgisch und... Ja. Die Musik finde ich auch übelst geile Hammer. Und das Gameplay an sich ist einfach richtig auch... Einfach nett angedacht. Und auch wieder Ideen, Monster zu sammeln und dass auch wieder alle Hauptcharaktere aus den Final Fantasy Teilen mal wieder da sind. Ist auch mal wieder eine nette Idee. Und das halt in eine Story von Lan und Ray reinzupacken. Also ich bin ziemlich gespannt, wie die Vollversion sein wird. Und wenn ich es habe, irgendwann mal, ja, schauen wir mal. Jetzt allerdings geht es erstmal weiter mit meinem Hauptprojekt, I Am Setsuna und Badlands, so auch mal im Anschluss. Und naja, mal schauen, was die Zukunft mal bringt. In dem Sinne verabschiede ich mich heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!